Ruf mich nicht an. Ich bin tot. Meine Haut grün, die Augen rot. Lad mich nicht ein, denn da, wo ich hingehe, regnet es bloß. Kain legt den Hörer auf. Ich kann es ihm nicht verdenken. Ich kenne sie, die Stunden und Tage, an denen irgendwie nichts geht. Nach einem anstrengenden Projekt oder einer schweren Prüfung. Wenn das Hirn wie leer gefegt scheint und die Kraft selbst zum Schlafen kaum ausreicht. Die Arbeit aber einfach nicht abreißen will. Ständig will jemand was von einem, aber man bekommt einfach nichts geschafft. Und mit jedem Tag sinkt die Laune tiefer ins Meer. Und die Arbeit türmt sich zu einer Mauer auf, lang und zu hoch. Vor so einer Mauer stelle ich mir auch Kain vor. Freilich keine Mauer wie die meine, aber eine Mauer, die unüberwindbar scheint. Vertrieben vom fruchtbaren Ackerland streift er umher. Auf der Suche, ja, nach was eigentlich? Nach einem schönen Flecken Erde, auf dem er sich niederlassen kann? Auf der Suche nach einer neuen Arbeit? Nach Sicherheit? Oder Sinn? Ich weiß es nicht. Vielleicht wusste er es auch nicht. Sein Blick wurde von einer langen und hohen Mauer versperrt. Gebaut aus negativen Gedanken. Er dreht sich im Kreis, sieht nichts mehr. Jeder Weg führt wieder hierher. Kain steckt fest. Und was kann helfen? Vielleicht hilft es, einen Augenblick innezuhalten. Wenn gerade nichts geht, dann geht halt gerade nichts. Dann nützt es auch nichts, es auf Zwang zu versuchen. Einfach einen Augenblick die Augen schließen, atmen und alles sein lassen. Und was hilft noch? Ein Blick, für den es sich lohnt. Ein Blick, der aus dem Nichts kommt, völlig unerwartet und unverhofft. Vielleicht ist es ein Ausblick. Etwas Schönes, das hinter der Mauer hervorleuchtet und lockt. Etwas, das die nötige Motivation gibt, die Mauer zu erklimmen. Vielleicht ist es aber auch ein Weitblick. Ein Weitblick, der sich in Ruhe einstellt und erkennen lässt, dass die Mauer doch gar nicht so lang und hoch ist, wie angenommen. Oder aber es ist ein Anblick. Ein Blick eines lieben Menschen, der auf einen fällt und der sagt, es ist in Ordnung. Du bist in Ordnung. Kains Augen trafen auf den Blick seiner zukünftigen Frau. Und aus dem Nichts wurde schwarz und bunt. Aus dem Platz an der Bar wurde Haus und Hund. Ja, angesehen werden ist ein Segen. Gott schenke uns zur rechten Zeit den richtigen Blick. Amen.